Phil Laude. Digga, was ist das hier denn für eine Bowlingbahn, Alter? Das ist, wir kegeln heute, das ist keine Bowlingbahn. Ist doch das Gleiche. Okay. Ruhige Kugel schieben, ja? Kegeln und Bowling ist nicht das Gleiche. Ich sage ja auch nicht, dass Türken und Griechen das Gleiche sind. Digga, Alter, da sagst du 20 Mal am Tag. Allmann beim Kegeln. Digga, wo sind hier die Löcher? Ja, willst du deine Finger wieder überall reinstecken, ne? Schmutzfink. Digga, braucht man hier keine besonderen Schuhe oder so? Ja, bestimmt nicht mit Straßenschuhen im Kegelbereich. Ich glaube, es hackt. Digga, Alter, das sind Leandro Lopez-Schuhe, Mann. Was für Straßenschuhe? Ja, und Leandro Lopez sind keine Birkenstocks. Ausziehen! Meinst du das jetzt ernst? Ja! Digga, Alter, was sind das hier für kleine Kugeln? Also kleine Kugeln genügen hier voll und ganz, Dennis. Ja, für dich genügen die kleinen Kugeln, ich weiß. Sag ich doch, meine kleinen Kugeln sind mir völlig ausreichend. Und die Frauen, haben die ein Problem mit deinen kleinen Kugeln? Nein, natürlich nicht, weil die kleinen Kugeln ja auch viel leichter sind. Ach so, leichter sind deine kleinen Kugeln auch noch? Ja, deswegen können die Frauen meine kleinen Kugeln auch viel besser in die Hand nehmen. Und wann hatte das letzte Mal eine Frau deine kleinen Kugeln in der Hand? Letzten Dienstag, meine Mama. Auch sehr erfolgreich. Puh, Alter, was für ein ekelhafter Mensch, Alter. Ich habe gar keine Lust mehr mit dir zu reden. Yes! Kleine Kugeln. Ungültig, hier unter der Schnur. Bananenweizen geht auf dich. Ja, und völlig daneben auch noch, ne? Bizeps hilft hier nicht, Dennis. Das ist ein Sport, bei dem brauchst du Technik und Grips. Naja, Technik und Grips. Ja, ich wusste nicht, dass die Bahn so krumm ist. Ja, klar. Bananenweizen geht auf dich, Kollege. Ja, und Doppelapfel auf dich. Ich hätte gerne eine Fanta, bitte. Jo, bitteschön. Danke. Was ist das? Das ist doch keine Fanta. Dennis, die haben hier nur Weizenbier. Entschuldigung, der Mann kommt von weit her gereist. Ja, der ist schon 5 Minuten von hier entfernt. 5. Also er ist schnell. Lasst euch schmecken, Jungs. Danke. Prost. Ja, Prost. Go, 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 go. Jawohl, Junge, Strike. Das heißt nicht Strike. Wie ist? Bestimmt was richtig Deutsches, ne? Alle 9 oder so. Oder wie viele Kegel sind das? Ja, es heißt alle 9, genau. Tipptopp. Walla, war so klar mit euch, ne? Ja, die Seile sind verkuddelt. Dennis, machst du das eben? Ihr seid ja besser in körperlicher Arbeit. Wie jetzt? Was ihr? Naja, ihr Fitnessstudio-Gänger, meine ich. Ich geh schon. Der Klügere gibt nach. Kollege, ja. Genau, da hat schon was verkuddelt. Genau den. Supi. Ich sag dir eins, Dennis, beim Kegeln lernst du die schönsten Frauen kennen. Digga, Alter, du weißt schon, dass ich weit unter 60 bin, ne? Iris ist 57. Alter, du musst mich verarschen, Mann. Wer ist denn Iris da? Die neben Bärbe. Komm, Junge, mach schnell, ich hab noch ein Date heute. Ja, hoffentlich kommt sie nicht hier, sonst wird sie dir noch ausgespannt. Frauen finden nichts attraktiver als Männer im Kegelverein. Genau. Digga, Alter, gibt's hier nichts, irgendwas zu essen? Ich hab Hunger. Ja klar, es gibt hier was mit Rinderschmalz, Schweineschmalz, Leberschmalz, Schmalzwurst, Wurstschmalz, Schmalzschmalz oder Schweinshaxe in Schmalz. Warum denn nicht einfach einen Burger? Ein Schmalzburger, bitte. Alle 9, Volltreffer. Ja, bist du auch jeden Tag hier, ne? Nein, ich bin hier zum ersten Mal. Moin, Werner. Geh weiter. Jürgen, du hier? Servus, wie geht's der Bärbel? Ja, besser ist es. Ja, Uwe ist auch dabei. Schön. Gottfried, hat dich Gott Heide mal rausgelassen. Digga, Alter, was sind das hier für deutsche Namen, Alter? Ja, so deutsch sind die jetzt auch nicht. Deutschbert, ja? Wie geht's dir? Wo ist denn Deutschlinde? Nee, Sketchende, Jungs. Was Sketchende. Abonniert für Laude, gebt einen Daumen hoch, ne? Aber ich bin raus hier. Ich schwör's, ey Bruder, ich hab ab. Bruder, du kannst ja jetzt nicht gehen. Nein, ich hab keinen Bock mehr. Ich krieg Krise hier mit dem. Willst du mich verarschen, Alter? Ruf mich auch nicht mehr und blockier meine Nummer. Ja, aber Deutschbert ist gerade erst gekommen. Ja, lass den doch kommen. Du kannst uns jetzt doch nicht alleine mit dem lassen. Und blockier meine Nummer, bitte. Ruf mich nicht mehr an. Okay, Hade, ciao. Wollen die mich verarschen? Hast du Lust auf eine Partie mit Deutschbert? Boah, nicht so. Ja, dann gehe ich jetzt auch. Was willst du? Viel Spaß beim Kegeln, Leute. 24 Stunden Schiff schaukeln. Haha, das schaffst du nie. Und hier geht's zu einmal beim Squid Game. Wenn du schon gesehen hast, schau's nochmal. Wir sehen uns nächste Woche. Tschö mit Ö.